Servus Leute, der erste Teil des zweiten Spieltages steht an und da die Spiele so eng getaktet sind, habe ich mich entschlossen dazu, den zweiten Spieltag in vier Teile aufzuteilen. Wird beim dritten Spieltag sicherlich auch so sein. Tippt in der Kommentarspalte gerne mit, würde mich auf jeden Fall freuen und wenn es euch am Ende gefallen sollte, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Denkt immer dran, es ist lediglich eine Prognose, was hierbei rauskommt, muss nicht immer Sinn ergeben, ist meistens auch Schwachsinn, aber wie gesagt, es ist lediglich eine Prognose, die ein bisschen die Zeit auffüllen soll, bis dann die nächsten wirklichen Spiele anfangen. Naja, jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel Russland gegen Ägypten. Ach ja, ich bin kein Top-Kommentator, ich sag's immer dazu. Los geht's. Auftaktspiel gewonnen und jetzt zu Hause im St. Petersburg-Stadion gegen Ägypten sollte es doch auch am besten schon am zweiten Spieltag in die K.O.-Runde gehen. Zumindest rechnerisch sollte da nichts mehr anbrennen am dritten Spieltag, aber die bessere Anfangsphase oder die allgemein bessere erste Halbzeit spielte Ägypten. Bitteres 0:1 kurz vor Schluss gegen Uruguay. Das heißt, ein Sieg war hier eigentlich fast unverzichtbar, um alles noch in der eigenen Hand zu haben. Vor der Pause dann nochmal Ägypten. Salah konnte jetzt auch mitmischen und dann war es letztendlich von El Said aber ein zu schwacher Abschluss. Von Russland kam in der Halbzeit Nummer 1 fast gar nichts. Im zweiten Durchgang wurde es dann aber besser. Samedov mit dem Eckstoß und Mario Fernandes, der Innenverteidiger, bei der Ecke mit nach vorne gekommen, macht das 1:0. 54. Spielminute, Russland mit diesem Resultat so gut wie für das Achtelfinale qualifiziert. Es müsste mit dem Teufel zugehen, dass hier noch etwas anbrennen würde. Aber der Ball war super geköpft, kann man nichts anderes sagen. Auf der anderen Seite kam aber dann auch Ägypten zum möglichen Ausgleichstreffer und der wurde dann auch wahrgemacht. Akinfeev sieht aber dabei gar nicht gut aus. Trezeguet macht das Ganze mit etwas Dusel, steht völlig frei, piekt drauf und dann sieht eben der Hintermann, der so erfahrene russische Nationalkeeper, gar nicht gut aus, kriegt den Ball an die Schulter und von da prallt der Ball dann rein. Russland wollte aber gerne den zweiten Sieg im zweiten Spiel, dann kam nochmal der Abschluss, aber das war dann zu ungefährlich. Russland und Ägypten trennen sich 1:1, für Ägypten wird es wirklich schwer und Russland kann sich nichtsdestotrotz durchaus damit anfreunden, 1:1 gespielt zu haben. Uruguay gegen Saudi-Arabien. Die Karten waren eigentlich klar gesteckt. Saudi-Arabien nach dem 0:5 zum Auftakt gegen Russland war es schon fast eine Sache der Unmöglichkeit, noch weiterzukommen. Die erste Möglichkeit hatten sie, die wurde jedoch mehr oder weniger kläglich vergeben und dann übernahm Uruguay das Zepter komplett in die eigene Hand. Luis Suarez mit der Vorlage und das erste Tor der Partie war geschossen. Jordián de Arrascaeta in der 16. Spielminute mit dem Führungstreffer machte dann letztendlich das verdiente 1:0, die erste Möglichkeit, die zu 100%igen Torchance führte und dann auch das Tor eben brachte. 40. Spielminute fast das 2:0 vor der Pause noch, Nandes aber noch mit dem Problem im zweiten Durchgang, machte er es dann besser. 80. Spielminute knapp, Rodriguez mit der Vorlage und diesmal eben macht das deutlich besser. Naida Nandes, sein erstes Weltmeisterschaftstor überhaupt, wunderbar, trifft den Ball perfekt oben rechts rein. Da ist dann nichts mehr zu halten, die Partie war entschieden. Für Saudi-Arabien war klar, auch hier wird es wieder Endstation Vorrunde 1 sein. Aber Uruguay kam nochmal zu einem Treffer. Edinson Cavani, diesmal war nichts mit Zittern, nichts mit Last Minute 1:0, 3:0 in der 86. Spielminute. Uruguay bestätigte hier seine Favoritenrolle bravourös und zieht damit 3:0 erfolgreich von dann und wird sich dann mit Russland letztendlich vermutlich nur noch um den Tabellensieg in der Gruppe A, der ja auch viel wert sein kann am Ende, streiten. Spektakel bei Portugal gegen Spanien war angesagt und Marokko durch das Eigentor von Aziz Bouhadous in der 95. Spielminute war das Weiterkommen in dieser Runde nahezu unerreichbar. Aber sie kamen zur ersten Möglichkeit, die wirklich dann mal aufs Tor von Rui Patricio kam, 43. Spielminute. Aber auch das war zu ungefährlich. Die erste Halbzeit extrem unspektakulär. Die Mannschaft von Portugal rund um Ronaldo konnte nicht mal ansatzweise so wirbeln
wie beim Spiel gegen Spanien. Zumindest nicht im ersten Durchgang, der zweite wurde dann besser. Und hier ist der Cristiano Ronaldo, dreifach Torschütze auf Joao Mario, der mit dem Ball auf dem zweiten Pfosten, und Quaresma ist dann auf einmal völlig frei, der Kopfball aber zu unplatziert. 55. Spielminute, es wurde direkt im Anschluss wieder gefährlich. Adrian ist das, der auf Quaresma spielt, ein Übersteiger, der hat lange den Ball, hat dann die Übersicht auf die linke Seite, Joao Mario, dann der Kopfball von Kalui von dem Hintermann von Marokko, gut pariert. Benatia klärt die Situation dann am Ende und Marokko mit dem einzigen Torschuss im zweiten Durchgang. Erst dann die Latte und dann das 1:0. Es war unglaublich, 70. Spielminute, Marokko kam wie aus dem Nichts zum Führungstreffer. Erst eben das Aluminium, Rui Patricio war geschlagen, aber die Entscheidung sollte das noch nicht zwangsläufig bedeuten. Nochmal Portugal, André Silva, ein 1:1 zumindest sollte es werden, aber daraus wurde nichts. Unglaublich, Portugal hätte diese Partie locker gewinnen müssen nach dem zweiten Durchgang. 8:1 Torschüsse, aber nur einer fand den Weg ins Tor, das war der von Marokko, und so verliert Portugal mit 0:1. Ich sehe schon wieder die Kommentare, oh, Marokko gewinnt doch nicht gegen Portugal 1:0. Nein, das glaube ich auch nicht, aber es ist eine FIFA-Prognose, da kann alles passieren. Tippt in den Kommentaren gerne dagegen, aber hört bitte auf, da irgendwelche Beleidigungen zu schreiben. Ich kann nichts dafür, wie das Spiel ausgeht bei FIFA. Und naja, jetzt viel Spaß noch bei Spanien gegen Iran. Dicke Überraschung also bei Portugal, Spanien gegen Iran. Da sollte es dann für die Spanier nicht so brenzlig werden, und das zeigten sie direkt von Beginn an und machten das auch gut. Asensio auf Iniesta, der bringt den Ball auf Außen, Nacho mit dem Ball wieder auf Asensio, 1:0 für Spanien, 7. Spielminute, jetzt war die Partie schon in eine Bahn gelenkt, die kaum noch aufzuhalten war. Iran war an diesem Tag wirklich nicht gut drauf, und das zeigten sie hier von Beginn an. Das 1:0 in der 95. Minute gegen Marokko machte natürlich die Tür auf aufs Achtelfinale. Schöner Schuss, unten links rein. Nichts zu halten, auf jeden Fall. Und dann nochmal Asensio, 26. Spielminute. Diesmal aber klasse pariert. Und so ging das dann hier so seine Wege. Normalerweise hätte Spanien schon deutlich höher führen müssen. Das spektakuläre 3:3 gegen Portugal machte Lust auf den spanischen Fußball. Diego Costa nochmal Doppeltorschütze, ja, vom eben angesprochenen Remy. Konnte an diesem Spieltag nicht treffen, aber er legte einen auf für Isco. 53. Spielminute, das 2:0 bedeutet dann letztendlich auch die Entscheidung. Und dann war es für Spanien schon nahezu der Einzug in die nächste Runde. Aber es hätte nochmal gefährlich werden können. Das 2:1 lag den Iranern auf dem Fuße, 3 Minuten vor dem Ende. Der Abschluss kam, Piqué war aber dran und verhinderte Schlimmeres. Und so gewinnt Spanien mit 2:0 gegen Iran und lässt sich damit sicherlich den Gruppensieg am Ende nicht mehr nehmen. Das war der Teil 1 des zweiten Spieltages. Es werden noch 3 weitere Teile folgen. Das ist jetzt hier alles Schlag auf Schlag dementsprechend. Naja, aber das werde ich am Anfang sicherlich schon erklärt haben. Nicht wundern. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Auf jeden Fall viel Spaß mit der WM. Weiter geht's dann mit, ja, dem zweiten Teil in den nächsten Tagen. Bis dann und ciao.